Herzlich willkommen zurück zu Mafia Folge 4. Ich soll ein kleines Schwätzchen mit Ralph halten, dann mache ich das doch auch direkt. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Paulie, er hat dich heimgefahren. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6, zusätzlich zu denen, die bereit sind. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren, macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser, Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Macht nichts, bin ich auch. Oh. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Okay, dann hole ich mir mein Auto aus der Garage. So. Ja, wir fahren den. So, ab der Fisch. Radiosender. Scheiß Bullen hinter mir. So, wir bereiten also das Rennen vor, das wir natürlich gewinnen wollen. Was ist? Ich habe gebremst. Fahr weiter, Penner. Ja, ihr könnt mich alle mal. Fahrt ja. Wie die Leute heutzutage. Ich habe leider vergessen, wie ich den Tempomat reinmache. Wie in meinem Fahrzeug. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Tasten drücken. Bild durch die Gegend, nachher hänge ich wieder in irgendeinem Menü fest und weiß nicht, was ich getan habe. Ach ja, das Alter. Oh, hier darf ich schneller fahren. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphies Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Ja, jetzt erzähl auch Spannung. Siehst du auf die Folter. So. Okay, da wären wir. Hier ist er. 1929er Karuzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 1:30 von Bertone zurück sein?
Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Ja, sind wir uns einig, das wird nichts mit dem heilen lassen. Ich komme hier nicht mal heil um die Kurve. Ach, da geht mal schön steil. Nett, nett. Ach. Naja. Nicht nur, oha, das ist huiuiui. Keine gute Zeit zu sehen, das ist gut. Naja, das gilt quasi als ganz. Das ist leichte Gebrauchsspuren. Hier stimmt was nicht. Ihr werdet es nicht glauben, aber da fährt ein Rennwagen mit hohem Tempo. Okay, verhaftet ihn. Chinatown verschwunden. Sucht weiter. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. So, knapp. Und wir haben auch keine Zeit mehr, meine Freunde. Nicht gut, warum bin ich... Nein! Ja. Bleib stehen. Ach. Gut, dass das keiner gesehen hat. Er parkt in seine Karre so, das ist auch nicht so schön. So. Steigt ein in die Kiste. Ach, pünktlich würde ich sagen. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine schöne. Yes, wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. So schnell, dass wir dich nicht mal sehen können. Ich bin begeistert. Hallo. Ja, sehr schön. Okay, er ist fertig. Und ich kann ihn nicht mal verpfeifen. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, wenn das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Also, gut Zeit, um zurückzukommen, da dürfte ich eigentlich keinen Stress haben. Ah, ja, er ist bockig, okay.
Ahnung, fährt die Karre jetzt nicht mehr geradeaus? Was ist denn da los? Okay, das war die Handbremse. Ich denke, der fährt jetzt besser als vorher. Der fährt ja viel beschissener. Der furzt ohne Ende. Oh Gott, du stehst im Weg. Ja, nee, ist klar. Warum auch nicht? Souverän. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Ah, das war Sinn der Sache. Okay, ich dachte, das wäre das Auto, damit irgendein anderer gewinnen. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Ich bin mir nicht sicher, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Meinen Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Yay, weil mir Rennspiele so liegen. Das wird witzig. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht und freut sich hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Und jetzt hat der Setti gesagt, oder Tommy, der Setti nochmal. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Ah, hat einen Start, super. Der Mechaniker, den sonst mit dem besorgt auf.
So. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg. Ja, mit meinem stimmt anscheinend auch was nicht. Oh, verdammt. Aha, okay. Scharfe Kurve, scharfe Kurve. Zu bescheuert, um gerade auszufahren? Esel. Oh je, das sieht schlimm aus. Hoffentlich wurde niemand verletzt. Es ist viel einfacher, wenn man erster ist. Anderson, Angelo, Sie alle haben Chancen, denn es ist doch Zeit. Schock. Ja, ein bisschen Destruction da wieder. Soll das ein Witz sein? Der Rest ist ihm auf der Fährte. Du Bastard! Ja, dann geh wieder aus dem Auto. Weg! Am Mist! Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Ja! Du Bastard! Am Mist! Der neue Fahrer Tony Angelo ist fast an der Spitze. Ich kann sagen, ich fliege mir jetzt die glitschenden Reifen um die Ohren. Oh Mann! Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. Du hast ja nicht gut gebremst. Der? Tommy Angelo ist in Führung. Ah, so. Wird mir schon viel besser. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. Leute, unglaubliche Fahrkünste! Es wird eng da vorne! Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei! Ah, das sagst du! Zieh ich vorne, jetzt holt mich keiner mehr ein! Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde! Bald ist das Rennen gelaufen, Leute! Noch ein Fehler von Angelo. Oh. Sie lange warten. Wer braucht Mikey dann? Sein Ersatz ist hervorragend. Tommy Angelo in Führung, doch wie lange noch? Bis zum Ende des Rennens. Da jetzt hat sie nicht so prickelnd. Neuzugang von Angelo ist immer noch an der Spitze. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Führung. Komm, hör auf zu blockieren. Ach, das war's, meine Damen und Herren. Sieg! Wer kann den Führenden von Angelo noch einholen?
First try! Okay, die ganzen Crashs zwischendurch, die zählen wir natürlich nicht mit. Ja, klasse! Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom! Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Hunger. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. So einen Typen kenne ich auch. So, guck mal, jetzt kann ich hier mit ein paar Leuten noch reden. Ja, grabe ich doch erstmal hier die hübsche Dame noch weiter an. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Das wär's für dieses Jahr, ich hab noch gar nicht geguckt. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tommy. Danke. Ja, wenn er was zu essen holen wollte, dann dürfte er wohl da sein. Oh, warte, mit dem möchte ich allerdings doch noch reden. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Tolles Rennen, Champ. Sonst klingt der Tag. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und strafrechtlich verfolgt werden. Vielen Dank. Top Rennen, Mann. Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt. Tja, das ist zwar alles ganz nett, aber die Texturen sind recht matschig. Und noch einmal die Bitte, geht, wenn ihr aufgefordert werdet und haltet euch von illegalen Substanzen fern. Nicht wie letztes Jahr. So, wer bist du? Was stehst du hier so ungenutzt in der Gegend rum? Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Ah. Die Kuh macht Mu und das Huhn sagt Muah. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, ist wohl besser. Los geht's, Großer. Sehr schön, trockener Blick und doch mal umfallen. So, komm, du fährst. Nee, Quatsch. Das Risiko gehe ich lieber nicht ein. So. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht.
Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Polly? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Du lässt mich alt aussehen, Tom. Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer der heimgeht. Polly, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. Tom, ich brauche eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Tropics. Weiß nicht. Ich sollte dich heimbringen. Die Brücke. Nimm die Brücke zur Insel. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zu den süßen Schnecken. Nein. Dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, das ist was. Oh Mann. Du solltest mal die Puppen sehen, Tom. Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Polly. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Es ist... Es hat ein blaues Schild. Da brauche ich schon etwas mehr. Blaues Schild, darauf steht Blue Tropics. Das ist genau neben den Docks. Macht Sinn. Schau auf die Karte oder so. Oh, zu Hause. Du hast mich heimgebracht? Ja, vielleicht. Besser ist. Mit den Mädels kannst du sowieso nichts mehr anfangen. Vielleicht ist das ja. Gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal. Träum schön, harter Kerl. Ich werde. Ich fühle mich nicht so gut. Das hat man gesehen. Och, das lief doch ganz ordentlich. Fairplay war fast richtig. Fairplay. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten. Cattivi ragazzi. Miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu! Du bist also Sarah. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hol meinen Mantel. Ich warte draußen.
alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Oh, die bringe ich jetzt noch kurz nach Hause, die liebe Sarah. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Fände Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Hallo? Sarah! Ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Zu freundlich, zu freundlich. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Achso, ich trage ihren Mantel. Buona notte, Tommy. Buona notte. Dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Ja, ich denke aber, den restlichen Weg, den gehen wir einfach in der nächsten Folge. Wenn das euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, guckt euch die anderen Let's Plays an. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wie es euch gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.